So, hallo Leute und herzlich willkommen bei Midgardsmesser. Heute sind wir wieder bei Fox und heute zeige ich euch mal die Neuheiten, die wir so jetzt dann demnächst im Shop haben oder was so auf euch zukommt. Wir fangen mal ganz simpel mit dem Hellebard an. Das ist jetzt das Hellebarde, das ist jetzt die Edition vom Jörg, so sieht das Ding nachher aus. In einem richtig schönen, schicken Mattschwarz, sage ich mal. Und das Besondere ist, ihr könnt hier praktisch eure Schrauben, eure Bit-Einsätze reinmachen. Ihr habt hier einen Schlüssel, da könnt ihr dann nachher den Glasbrecher wegmachen, den Clip umsetzen, könnt den Glasbrecher durch so eine Schraube ersetzen. Und wie gesagt, das ist schon ein ganz cooles Tool fürs Auto oder für unterwegs. Ne, hier zum Gottschneiden, um euch aus einem Auto zu befreien. Oder du kannst auch Kartons schneiden. Kartons schneiden oder was auch umsonst ihr damit anstellen wollt. Ne? Das funktioniert wirklich gut. Vom Gesetz sieht so aus, dass es 42A-konform ist, weil es eigentlich ein Friction Folder ist, also keine Verriegelung hat. Das bedeutet, ihr seid da, obwohl das so futuristisch aussieht, auf der sicheren Seite. Dann haben wir hier mehrere Farben. Die zeige ich jetzt mal. Das sind unsere Farben, die wir jetzt haben als Limited Edition. Natürlich ist auch das Schwarze von Jörg auch limitiert. Und das sind jetzt unsere Editions. Wir haben es in einem coolen Orange, in einem Oliv. Und der Richard hat es bei Tools for Chance in Rot. Hat seine eigene Edition bekommen, sage ich mal. Und ja, ich finde die Dinger schon mega geil. Schön matt, alles Aluminium. Ja, matt, schön matt, sieht wirklich super edel aus. Und ich finde, die Verarbeitung ist natürlich richtig geil. Kommt in so einer richtig coolen Verpackung hier. Ne? Entweder die in unserer Edition kommen hier in so einem schwarzen Karton, die vom Jörg kommen in so einem Gogan-Karton. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Ihr solltet euch natürlich dementsprechend beeilen, wenn ihr so ein Ding haben wollt, weil die werden extrem schnell vergriffen sein, weil wir extreme Nachfrage. Gerade die Schwarzen, die haben bei uns alle Rekorde gebrochen. Also da müsst ihr wirklich bei Jörg dann gleich zuschlagen, sonst wird das ganz eng. Und unsere Edition wird wahrscheinlich auch dementsprechend schnell weg sein. Ne? Ob man dann, ich denke nicht, dass es eine Wiederholung gibt, ich weiß es nicht. Ne? Also wie gesagt, alles limitiert, richtig geiles Zeug. Was wir auch noch haben, ist hier der Prototyp vom Sliding Knife. Ne? Den habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da haben wir jetzt mehrere Anläufe gebraucht, weil wir immer wieder was ändern mussten. Das ist jetzt vom Griff, sage ich mal, die finale Version für den amerikanischen Markt. Wir haben Oliv Schwarz, Richard hat Rot-Schwarz, wo dann kommt. Die Griffe sind jetzt perfekt verarbeitet. Auch hier seht ihr hier das Logo. Das sieht natürlich richtig krass glatt. Ist ein bisschen, wenn man es von da schaut, ist ein bisschen so 3D-Optik. Ja, das hat so eine 3D-Optik. Ist richtig krass. Also es fühlt sich, kommt jetzt nicht so rüber, aber das ist hier wirklich krass jetzt gerade. Es fühlt sich auch super glatt an, wie ihr sehen könnt. Und das Messer funktioniert natürlich auch gut. Wir haben jetzt hier den Liner geändert, der geht jetzt schön leicht auf und zu. Und da könnt ihr hier dementsprechend das Messer auf und zu machen. Und dann dieser charakteristische Ton von dem Messer ist natürlich mega geil. Gell? Wie ein AK-47, wenn es durchgeladen wird. Wenn es so einrastet. Ja, also da könnt ihr euch drauf freuen. Das geht jetzt halt noch ein bisschen. Was hat der Gabriele gesagt, wie lange es dauert? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja gut, schon im Herbst. Im Herbst, wird schon Herbst und wir werden nicht viele Stücke haben. Also es wird auch eine Titan-Version geben. Wir haben dann Oliv-Schwarz, die Amerikaner bekommen Grau oder hier dieses Grau, die bekommen dann Grau-Blau. Und da müssen wir dann mal gucken, auch hier mit diesem geilen Titan-Clip wird auf jeden Fall eine ganz geiler Kram. So, und jetzt müsst ihr ein bisschen eure Schlippis festhalten. Jetzt kommt so, das Beste kommt jetzt noch. Wir haben hier heute mal unsere Damastimaskus Baby Valhallas in Empfang genommen, die ersten zwei für die Blade Show. Ich finde die so sensationell. Da sind mir fast die Tränen gekommen, wo ich die gesehen habe. Schaut euch das mal an. Da habt ihr hier einen richtig kranken Timaskus hier in mehreren Farben. Alles ganz, ganz hochwertig. Hier sogar ein polierter Clip. Und dann habt ihr natürlich hier den Odins Auge Damast. Also wer das nicht geil findet. Also es wird auch Clips geben in Timaskus, ja. Mit glatt oder auch mit Fräsung. So wie der jetzt auch gefräst ist. Genau, genau. Der ist ja auch gefräst. Zum Nachbestellen für euch, wenigstens der sich das Messer nicht leisten kann. Das wird so zwischen 3.500 und 4.000 Euro kosten. Ist limitiert auf 13 Stück. Da wird es auch keinen Nachrutsch geben. Das werden die einzigen sein, die wir machen. Davon werden aber schon, sage ich mal, 4 oder 5 Stück übergeben an unsere Geschäftspartner, die uns in den letzten paar Jahren oder den letzten paar Monaten die Stange gehalten haben, so als kleines Leckerli obendrauf. Und den Rest werden wir dann dementsprechend verkaufen. Aber es wird wirklich nur, diese werden wirklich streng durchnummeriert, das ist jetzt 02 von 13, damit ihr das mal seht. Also da wird es nicht viel geben, hier mit dem blauen Schrauben. Zeig mal, ich habe es nicht richtig auf der Kamera eingebaut. Ja. Oh ja.
Ne? Also hier seht ihr richtig blaue Schrauben, super aufwendig. Und die Dinger sind schon massiv geil. Ja? Was wir auch dazu bringen, sind unsere neuen Ledertaschen. Das Design ist vom Richard. Mir ist leider nichts eingefallen. Da kannte sich der Richard ein bisschen besser aus. Das ist jetzt eine Tasche, die hat hier so einen Gummizug. Und da passt das Baby Valhalla natürlich perfekt rein. Und dann könnt ihr das quer am Gürtel tragen oder normal, so wie ihr das immer gewohnt seid. Auch haben wir schon hier die ersten Prototypen von den Taschen liegen für das Bifur. Und da seht ihr natürlich auch, die sind schön richtig aus Leder, handgearbeitet, in Spanien, in Europa hergestellt. Und die riechen sogar noch gut, die Dinger, ne? Das ist Leder. Ja. Und da passt natürlich euer Messer perfekt rein. Also sensationell. Ich muss nochmal die Kamera halten, das ist so geil. Da geht mir fast einer ab, ey. Alter, also das ist wirklich sehr schön geworden. Und da muss man sich den Schlipper schon festhalten. Ne? Ist schon geil. So, was wir auch haben, ich zeige es heute mal ganz kurz. Wir machen nachher noch ein Video, ein bisschen in der Walachei. Das ist das... Das muss man sehen. Das war der Prototyp. Ja, das war der Prototyp, den Jörg uns vorgegeben hat in Holz. Die Idee war natürlich wieder sensationell, einen Parang zu machen als Klappmesser. Richtig geiler Scheiß. Also erstmal hier, Jörg, wenn du das siehst... ich habe es ja gesagt, ich will es unbedingt machen. Jetzt ist es fertig. Ich finde es sensationell und es wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben ist wirklich gut geworden. Und habt auch hier so eine coole Tasche dazu. Ne? Und das ist jetzt hier die Gogan-Version in Schwarz. Und da müsst ihr wirklich 42A-konform, also wenn ihr es aufmachen wollt, müsst ihr den Knopf drücken, wenn das also zumacht. Also Backlog, ist ein Backlog. Ja, rastet richtig gut ein. Und dann habt ihr hier, die Optik ist einfach nur krank. Passt das aufs Bild? Ja, weil man weiß es nicht. Drauf. Ja, dann habt ihr hier natürlich wieder Chimpings auf den Chimpings. Die Chimpings sind hier so groß, da passt der Finger rein. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie fett das Ding ist. Das wird also richtig gut. Und natürlich eine super Satinierung. Hier das Gogan-Logo. Und da kratzelt nichts hier. Da könnt ihr hier drüber fahren. Das tut nicht an den Fingern weh. Ist wirklich super rund gelutscht. Da seht ihr richtig die Phasen hier. Und das sieht also wirklich sensationell aus. Die Liner sind aber auch extra fett. Die Liner sind extra fett, wa? Wir haben hier natürlich auch noch schöne Textur. Hier ein Doppelmuster, sage ich mal, auf den Griffen. Hier habt ihr ein anderes Muster wie da. Das ist so ein bisschen differenziert, damit ihr das hinten und vorne greifen könnt. Ihr habt hier feine Chimpings für den Vorwärtsgriff. Und hier die Chimpings sind halt dafür da, dass wenn ihr irgendeinen Stock entastet oder sonst irgendwas macht, dass ihr nicht abrutschen könnt. Das ist ja diese klassische Parangform, sage ich mal. Und ich muss ehrlich sagen, so ein Haumesser hat es vorher noch nicht gegeben. Also guckt euch das an, das ist so. Wie lang ist das Ding überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wir müssen es nachmessen. Ja, der Griff ist so um die 20, würde ich sagen, oder? Ja, das ist schon, ja. Und die Klinge wird auch so ein bisschen näher haben. Man kriegt schon gut zwei Finger drauf. Also wie gesagt, richtig brachial. Beim Jörg wird es schwarze geben, bei uns gibt es rot, orange und oliv. Und natürlich auch limitiert. Und wie gesagt, da müsst ihr jetzt halt noch ein bisschen warten, bis die kommen. Aber das ist so der Prototyp, der schon funktioniert, sag ich mal, mit der passenden Tasche dazu. Was auch kommt und jetzt fertig ist, final, ich glaube, wir nehmen sogar schon heute ein paar mit, ne? Ja. Das sind unsere geilen 3D-gefressten Messer. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich weiß gar nicht, ob die Tantos auch schon fertig sind, aber ich weiß, dass wir heute die Karre voll ballern mit Ware. Heute kriegen wir einiges mit, ja. Und das sind die 3D-gefrästen Messer. Die Ganzstahlmesser und die sind wirklich extrem limitiert auf 150 Stück. Da wird es auch keinen Nachschub mehr geben. Also wer wird da die Preislage sein, weißt du schon? Die werden teuer, weil das ist sehr aufwendig zu machen. Also ich denke so bei 230, 240, 250 Euro. Also mit Scheide und die wird dann eine TPU-Scheide sein? Das wird eine TPU-Scheide sein. Da haben wir eine für die Hosentasche mit Ulti-Clip oder ihr könnt natürlich auch eine Querscheide haben, wo ihr das Messer dann quer am Gürtel tragen könnt. So sieht es aus. Also ich finde beide mega sexy. Für so ein kleines Messer, wer jetzt, sag ich mal, eine Alternative sucht, für der nicht gerne Klappmesser dabei hat oder so, da seid ihr... Und das Ding ist stabil, es bricht nicht ab. Nein, das kriegt ihr nicht tot. Das ist hier, ich weiß nicht, ein Zentimeter oder so. Richtig geil gefräst. Wir sind, glaube ich, ein bisschen drunter gegangen. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich zeige es nochmal einfach, um euch nochmal ein bisschen anzuheizen. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist jetzt das Normale. Da habe ich jetzt mal so einen Fettcarbon-Griff drauf gemacht, damit ihr den Unterschied seht. Ist natürlich, das sieht natürlich auch super geil aus, das Ding. Ja. Und wie gesagt, die kommen jetzt dann im, wann kommen die? September. Im September. Aber ich würde mal sagen eher Oktober. September, Oktober mit blauem Titangriff. Und die Version, da machen wir nur 13 Stück als Special
sag ich mal. Und da muss man halt mal gucken, was man da anstellen. Ne? Also die sind also wirklich super teuer. Also und die Normalversion kommt in Blau, oder? Die normale Version kommt mit blauem Griff. Titanschalen. Liegen bei 379 Euro nachher. Ja. Ja, also die Dinger sind schon geil. Ich dürfte jetzt meins natürlich wieder mitnehmen. Ne? Das muss ich dem Gabriele nochmal überlassen ein paar Tage, weil er da noch was angepasst hat. Aber jetzt sind die Dinger top. Könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und wie gesagt, nicht vergessen, es wird auf jeden Fall Lederscheiden zu den ganzen Foldern geben. Wir werden eine ganze Bataillon kaufen, dass ihr euch immer mit Lederscheiden eindecken könnt. Und da passt natürlich so eine Lederscheide, passt natürlich jetzt nicht nur fürs Bifur, da passt zum Beispiel auch das Little Viking rein, weil man da hier so einen elastischen Bund hat. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon ganz cool. Ne? Also gut. Ciao, Gabriele. Say ja. Hello to our followers. Ja, das ist der Gabriele von Fox, der bringt uns gerade einen Anschub. Das ist der Boss von Fox. Yeah. Yes. What is this? This is the B4. Ah, the B4, ja, ja. Ja, komm, wir zeigen es doch gleich. Yeah, zeigen wir gleich das B4. Machen wir gleich mal noch ein paar auf. It's adjusted, I give to Dirk, so that he can open it. Hier haben wir... Molto grazie, molto grazie. Damast Odins Auge. Hier haben wir Stonewash. Blade Aluminium da Black. Packst du doch mal aus. Ja, ich mach mal schnell eins auf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch ein Messer finden. So, ich mach das mal auf. Es wird hier schwierig, ein Messer zu finden, Dirk. Ja. So, ich mach mal auf, damit ihr das mal seht. So, passt mal auf. Hier, das hier haben wir noch mal ein B4. Die kommen jetzt bald. Ne? Das ist jetzt, wir machen jetzt mal nur eins auf. Ich hoffe, dass das Mikrofon noch mitmacht. Und zwar ist das zum Beispiel, ja, das ist glaube ich was Spezielles, das ist jetzt schwarz-orange mit Stonewash-Klinge. Ne? N96, oder? Was war N96, das? Jawohl. Oder ist das Magna Cut? Nee, N96. Aluminium natürlich. Aluminium, aber Stonewash. Ja. Genau. Genau, das sind schon so, sage ich mal, die Prototypen. Das sind so das sind die Budget-Modelle. Die Budget, ja, aber das ist was Spezielles, die sind limitiert, glaube ich. Das sind schwarz-orange, haben wir gar nicht. Normal sind die blau-orange oder so, gell? Ne, wir haben blau-orange und wir haben auch schwarz-orange. So, in diesem Sinne, machen wir es kurz. Wir haben noch was vor, wir wollen noch das andere Video machen. Machen uns jetzt mal los, gucken, dass wir nach Hause kommen. Und ja, wir... Ach Dirk, die Shirts gibt es jetzt im Shop. Die Shirts gibt es jetzt im Shop. Hier habt ihr mal die orange Version. Hier wieder mit dem Messer drin. Mit dem Sigurd. Mit jede Menge Taschen. Aber das habt ihr sicherlich im Shop alles schon gesehen. Hier eine Tasche, da eine Tasche. Sind sensationell geworden. Könnt ihr auch direkt kaufen. Also, ich wünsche euch was. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.